Jetzt möchte ich euch mal was Neues vorstellen, was ich gerade erfunden habe. Und das bezieht sich auf dieses kleine, komisch aussehende Konstrukt. Diese Golems hier haben nichts zu sagen, aber diese Golems, die da drinnen stehen, das ist eine. Naja, sagen wir mal eine automatische ja, eine automatische Station für. Also wenn ich jetzt, also ich möchte damit im realen Minecraft, also mit allem Kram drum und dran, also wenn ich jetzt richtig Survival spiele, möchte ich erreichen, jetzt Golem, bitte geh da weg. Ach, so. Verdammt. Jetzt kriege ich das wahrscheinlich nicht da rein. Mist. Jetzt habe ich natürlich den Zaun weggerissen, aber den kriege ich eigentlich ganz normal wieder dahin. So, ich möchte also mit dem Spiel, also mit diesem. Ich erkläre alles später. Ich bin gerade sowas von irgendwie, ne? Man glaubt es gar nicht. Ruhig. Ruhig, Bruder. Ruhig. So, also. Ich erkläre das jetzt gleich. Wenn ich hier draußen bin. Und wenn ich das wieder in Betrieb genommen habe. So. Und dann noch das Glas da rein. So, also. Ich muss hier mein Haus noch schnell fertig bauen. Da sollen dann Zombies drinnen spawnen in diesem, in dieser Kuppel in der oberen. Und dann. So, ich gehe jetzt mal und hole mir mal eine Fackel. Und dann zeige ich euch, was ich da vorhabe mit. So. Hier ist, ja, sagen wir, eine kleine Monsterfalle. Das wird eine kleine Monsterfalle. Und die werde ich wie folgt bauen. Ich werde hier einen Spawner hinmachen und hier einen Spawner hinmachen. Dafür nehme ich Skelette, ein Skelett-Spawner. Mal sehen, ob der überhaupt funktioniert. Aber normalerweise müsste er es tun, weil das ist ja dunkel eigentlich. Ich muss hier halt noch. Ist noch ein Stückchen dunkler. Aber irgendwie kommen da keine. Oh oh.
Skelette spawnen in einer Umgebung von, glaube ich, 9 Blocks, habe ich gesehen. Habe ich gehört. Und das heißt, wenn ich hier den Spawner muss ich weiter in die Mitte machen. Sprich ungefähr hier hin. Nur, es kann hier auch nichts spawnen. Wenn man so blöd ist und noch nicht mal gebacken kriegt. Da. Jawohl. Das ist gut. Das ist perfekt. Genau das will ich haben. Jetzt gehe ich mal hier raus. Ich hoffe, man hat viele gesehen. Viel gesehen. Ich stelle da mal eine Fackel hin. Also, Skelett-Spawner. Ich hoffe, man sieht das. Viel bringen diese Fackeln auch nicht. Perfekt. Die laufen genau dahin, wo ich sie haben möchte. Ach, komm. Es laufen genug da rein. Wenn es erstmal, wenn da erstmal, warte. Ich mach einfach. Also um die. So. Wenn das mal nicht genug ist. Oder spawnt da jetzt überhaupt noch was? Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Jetzt ist, glaube ich, wieder was gespawnt. Ich gucke, ich muss mal kurz. Ich glaube, es ist zu hell jetzt. Oh. Oh. Hä? Nein, warum brennen die? Weil es draußen hell ist, stimmt. Ah. Wie blöd kann ich eigentlich sein? Natürlich, natürlich. Natürlich. Natürlich brennen die, wenn es draußen hell ist, verdammte. Ah. Vielleicht hilft das etwas. Warte. Hier oben auch noch zubauen. Ja, Hilfe kommt doch. Hilfe kommt schon. Sterb nicht. Boah. Also, tut mir leid, wenn das gerade so ein bisschen unprofessionell aussieht, aber das Ding, das hilft, das ist ordentlich, das Teil. Nicht da richtig. Also, ich muss jetzt halt dafür sorgen, dass es hier relativ dunkel drin ist, wie man das von Skeletts halt kennt. Die brauchen es dunkel. So. Und das, was ich jetzt eigentlich alles ja vorhatte, habe ich in der Tat so umgesetzt, dass es alles funktioniert. Hier spawnen die Skelette drin. Außerdem muss ich das Tageslicht wieder abdecken. So. Jetzt beruhigt sich das alles wieder, weil es dunkel genug da drinnen ist. Und das, was jetzt hier, was ich, wenn ich jetzt hier drücken würde. Dann würde dieser Redstone angehen. Der führt nämlich nach oben.
und diese Tür öffnen. Hier sind schon Skelette drin. Ich gehe also auf den Block. Fallen natürlich. War das doch verkehrt, dass ich da Wasser reingemacht habe? Ist doch klar. Also, eine kleine Änderung muss ich doch noch vornehmen. War mir aber schon ziemlich klar, dass da nicht alles gleich klappt. Was ist zur Hölle das? Ach so. Ich muss ja dann natürlich. Ups. 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 Natürlich habe ich das natürlich jetzt auch nicht bedacht. Also. Zurück zum Spiel. Also kein Wasser, weil Lava. Also nur Wasser unten. Habe ich natürlich jetzt nicht mitgedacht, dass ja die, dass das ja gar nicht funktionieren kann. So. Ist das wieder hin? Jetzt muss ich den mir natürlich wegmachen, um an den ranzukommen. Dann setze ich den jetzt wieder ein. Verlege hier Redstone. Und fertig ist es wieder. Jawohl. So, und jetzt kann ich die Monster wieder einschalten. Komplett auf schwer. Weil dann kommen hoffentlich mehr. What? Oh. So. Lieber zumachen. So, jetzt warte ich kurz hier. Oder besser gesagt, ich baue jetzt noch was dazu. Und zwar einen Tageslichtsensor, der aber auf Nacht programmiert ist. Also, wenn es Nacht wird, geht der an. Und den mache ich noch zusätzlich jetzt da dran. Dann brauche ich den Kram auch nicht mehr. Geht das, wenn ich so mache? Was ist das für ein Skelett? Das ist ja ein pinkes. So. Und sobald es jetzt Nacht wird, wird der Tageslichtsensor aktiviert. Habe ich natürlich super geil da platziert, wenn ich mal ehrlich bin. Jetzt hatte ich natürlich vergessen, den umzustellen. Und ja, also Prinzip nachts. Wenn hier oben spawnen Skelette, das sieht man ganz gut da. Mit dieser Tuckplatte sieht man das ganz gut hier. So, die Skelette schwimmen also da unten rein. Da fallen die rein. Das Loch führt hierhin, wo dieser Zaun die oben hält. Ich habe dann ein Skelett mit großem. Hier nachts oder wenn ich auf diese Platte drücke, fallen die Skelette runter. Unten gehen wir jetzt hin.
Und sehen. Hier fallen die Skelette rein. Und wir müssen mal warten auf Nacht, damit wir das sehen. Und hier sind natürlich auch schon die geilen Sachen gedroppt. So Rüstung und sowas. Und die kann man einfach, weil Golems tun einem ja nichts, wenn man sie selber erschaffen hat, kann man bei den Golems stehen. Die töten die Skelette oder sonstiges. Und so bekommt man dann halt richtig geile Sachen. Also das ist jetzt eine andere Variante. Es gibt ja noch die Variante, dass man... baue ich jetzt eine kleine Variante nur von. Warte, nee, das muss hier hin. So. So und so. So, so. Dann schwimmt das alles nach da. So, 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 so. Und ja, dann kommt dann halt hier, das ist viel zu umständlich, das jetzt zu bauen. Dann kommt von hier halt Lava runtergeflossen und die Lava, die strömt dann genau. Also hier kommt ein Lavabecken oben drüber. Das kann ich aber gerne auch noch zeigen. Ich habe, wenn ich jetzt, ich habe halt genug Zeit im Moment. Lava fließt wie weit? Ich weiß, ich glaube drei Blöcke fließt das 3 Blöcke weit nur. Ich probiere das mal gerade ganz schnell. Tut mir leid, dass ich die Folge jetzt mit so unwichtigen Sachen vollpumpe. Aber was sein muss, muss sein. Ich baue das lieber mal so. Ja, mehr fließt wohl nicht. Also brauche ich 3. Genau das, was ich hier habe. So. Und dann hat man halt hier natürlich muss das Lava, der Wasserstrom natürlich jetzt etwas anders gebaut werden, dass das Wasser woanders hinfließt, weil so funktioniert das ja jetzt. So kann man ja keine Sachen einsammeln. Und dann braucht man halt hier noch Leitern und sowas. Die werden dann einfach hier dran gebatscht. Dann Lava, Lava. Die Lava strömt also eins drüber. Wenn ich jetzt richtig. Oh Gott. Nee, habe ich nicht richtig bedacht. Ah nee, habe ich eins zu viel. Also, mal, es klappt auch nicht beim ersten Mal, ne? So. Jetzt strömt die Lava genau einen weiter vor. Also, was ich euch damit sagen will, ich baue es jetzt einfach so. Ganz schnell. Was es da noch für eine Variante gibt an Skelett oder so, Töter. Skelette kriegen Schaden. Natürlich habe ich das denselben Fehler wieder gemacht wie früher mal. So muss das ungefähr. So, Skelette kriegen Schaden. Soweit kann man folgen. Dann die Sachen, die droppen. Wenn da jetzt eine Rüstung dabei. Da ist eine Rüstung dabei. Wenn ich das jetzt alles so beachtet habe, wie das sein muss.
aber nicht so genau, okay. Irgendwie so geht das. Aber das zeige ich alles noch. Und dann kommen halt hier die Items runter. Ich muss selber mal gucken. Aber hier das funktioniert schon mega cool. Hier ist offen. Jetzt gucke ich, was die Golems so erreichen. Und haben hier natürlich schon wieder. Und ein Creeper sogar. Creepern tun die anscheinend nichts, weil. Ah, hier ist die Spawn. Also Creepern tun die Golems nichts. Guck. Guckt, also hier. Ne? So funktioniert das. Und hier liegen so viele Rüstungsteile. So viele. Natürlich kann auch mal ein Skelett einfach so vom Fallschaden kaputt gehen. Dann hat man halt nichts. Aber hier, da gehen sie sofort auf eins los und sie nehmen auch keinen Schaden oder so. Das finde ich einfach nur cool. Ne? Also das auf jeden Fall mal nachbauen, wenn ihr das wollt. Und ja, was hier alles los ist. Spinnen kommen natürlich nicht durch. Und die Spinnen. Also Creeper, vor Creepern muss ich noch irgendwas bauen. Aber guckt euch, was hier los ist. Guckt euch das mal an. Ne? Also, vielen Dank. Ganz, ganz großen und vielen Dank für die Leute, die immer wieder bei mir gucken, auf meinem Kanal. Und ja, tschüss.